Moin Leute, trotz der relativ hohen Temperaturen beschlossen wir heute noch mal unterwegs zu sein, Kai und ich. Wir aßen bereits eine Reissuppe auf dem Markt, jetzt noch einen schnellen Kaffee und wir sehen uns später wieder. Da sind wir wieder, Leute, am Strand in Huaiyang. Ist nicht weit von Prachuap Khirikan entfernt, ca. 25 Kilometer. Ein ehemaliges Fischerdorf, genau wie Pattaya. Vor Jahren entdeckten Schweden und andere Skandinavier diesen idyllischen Ort für sich. Und es entstand ein großes Ressort. Von Ausländern wird der Ort auch schwedische Kolonie genannt. Schon wieder einen neuen Freund gewonnen. Der Bauboom in dem Örtchen hielt allerdings nicht lange an, weil der erwartete Touristenstrom ausblieb. Der kleine Ort hat seinen natürlichen Charme bewahrt, wird nach wie vor größtenteils Ackerbau und Viehzucht betrieben. Den Fischfang darf man nicht vergessen und den in dieser Region allseits bewährten Obstanbau. Vani Maimipla. Er hat keine Lust zum Reden. Der Wow-Effekt. Kai meint, ich soll da besser runterbleiben. Geht trotzdem mal gucken. Ziemlich wackelige Angelegenheit. Könnte man vielleicht noch als Köder nutzen. Komm mit Sonnenschein. Zack, zack. Also der Strand hier heißt gleich wie der kleine Ort, Huaiyang. Und hier gibt es leckeren gebratenen Fisch. Kleine Garküche direkt am Strand gelegen. Da mal ein Krab. Gong Pala. Pala. Aroi Mai. Aroi. Nam Amalit. Pet Mai. Mai Pet. Mai Pet. Vom Kit Polang Gin Mai Dai. Koi entdeckte wieder was Essbares. Ani Aroi Koi. Ani Kho Mu. Mu. Ani Ani. Ani Sai. Oh. Wang. Da Wang. Kang Lang. Yo Lom Pai. Ja, sieht auch gut aus. By the way. Koi nimmt noch ein Stück dazu. Tauai Koi. Hoxip. Ganze kostet 60 Baht. Eigentlich wollten wir auch noch zum Watakon Beach, aber der ist nach wie vor geschlossen. Spazieren wir doch hier mal ein wenig langs. Da kommt mein neuer Kumpel wieder. Green Beach Restaurant. Scheint aber auch noch geschlossen zu sein. Und da ist auch ein Ressort, gleichnamig. Green Beach Ressort. Schöne ruhige Ecke. Gibt zahlreiche Restaurants im Umkreis, allerdings weit verstreut liegend. Man muss hier schon einen fahrbaren Untersatz haben. Schöne weitläufige Anlage mit einer kleinen Strandbar. Bei Dunkelheit sieht das bestimmt schön aus mit den Laternen und den Leuchten.
Und das dürfte das Restaurant sein. Lolem Pöt Mai? Ja, Yang Mai Pöt. Villa Pöt Hong Tao Rai Krab. Then next month. Next month? Yes. Le Hong Tao Rai Krab. Tao Rai. อันนี้ 1,200 1,200 ja, Kopf und Grab. Also die Bungalows kosten zwischen 1,100 und 1,200 Watt pro Tag. Kai wird auch viel müde, lässt mich alleine hier rumlaufen. Die beiden sind nicht so freundlich. Fischernetze. Einige Bewohner scheinen das Dorf verlassen zu haben. Altes Holzhaus. Wellblechhütte. Wozu die Tanks einmal dienten, keine Ahnung. Jetzt sind sie jedenfalls leer. Typisch für ein Fischerdörfchen, diese Bauten, sag mal die Grab. Und überall diese Netze. Zwischendurch mal ein moderneres Gebäude. Scheinbar Zwerghühner. Und ein kleines Restaurant. Auch wieder direkt in Strandnähe, aber geschlossen. Ach, Kai würde wieder rufen, Lawang, Lawang. Seht euch das an, Leute. Ich verließ mich wieder mal auf Kai und die lotse mich durch diese Schlachlöcher hier. Allerdings ist es mal wieder wunderschön hier. Eine kleine Mole. Und Kai läuft bei der Hitze mit dem Helm durch die Gegend. Unglaublich. Das ist mal wieder das ursprüngliche Thailand. Als wäre die Zeit stehen geblieben. Durch diesen kleinen Zulauf oder Ablauf verlassen die Boote den schützenden Hafen. Ganz schön viele Bötchen für den kleinen Ort. Und mit diesen Gefährten wird der Fang transportiert. Kleiner Kanal. Die andere Seite. Das Sträßchen befindet sich ca. 100 Meter vom Meer entfernt. Alles von Fischern besiedelt. Netze. Und da werden die Netze hergestellt in geselliger Runde. Aber die Grab. Kleiner Laden. Alle fleißig bei der Arbeit hier. Nur ein Doggy. Mal lieber im Auge behalten. Königstiger auf der Flucht.
Und noch ein kleiner Steg zu dem Kanälchen. Wie ihr wieder mal sehen könnt, nach dem Ausbau der Eisenbahnstrecke, wie überall in Thailand, rasante Fortschritte. Hier sind sie mit Planierarbeiten beschäftigt. Und weil es so schön ist, sehen wir uns die Hua Yang Railway Station auch nochmal an. Please keep clean, no smoke, no alcohol, sollte das wohl werden. Alles wird planiert für die neue Trasse. Und das ist der kleine Bahnhof. Immer wieder schön anzusehen. Hintergrund auch wieder Holzhäuschen. Den Künstler entdeckte ich noch hier. Fast fertiggestellt. Und das ist noch so grob in Bearbeitung. Das mit den Elefanten gefällt mir gut. Ist in Öl gemalt. Wir hatten dann noch einen ortskundigen Führer. Der baut hier so eine Strandbar. Er möchte leider nicht mit aufs Bild und ist nicht weit entfernt vom Palm Beach Resort das Ganze. Da hinten scheint es schon ein kleines Restaurant zu geben. Ja, alles im Bau. Und natürlich super schön das Ganze. Volleyball gespielt werden. Da gibt es sogar eine Massage und sind einige Thais unterwegs. Wunderschöner, sauberer Strand. Da vorne Palm Beach. Und mir wurde gerade gesagt, dass er im November eröffnen möchte. Ja, nicht ganz so zutraulich. Es wird nicht gegeizt, alles Massivholz. Geil belegten Golfkurs. Doggy ist erschöpfter als ich. Und so sieht es im Hinterland Richtung Tapsake aus. Wir erwischten eine abenteuerliche Nebenstrecke nach Tapsake und auf dem Weg dorthin. Ein Ressort reiht sich an das nächste und jeder Strandabschnitt hat einen anderen Namen. Dauerte Wochen, die alle zu erkunden. Ich brauche jetzt jedenfalls erstmal einen Kaffee. Pappbecher bei Amazon, so erspart man sich den Spülvorgang. Unterwegs vergaß ich doch glatt mein Sprüchlein. Falls euch meine Videos gefallen, abonniert bitte meinen Kanal, bewertet sie positiv, bleibt mir alle miteinander gesund, haltet die Ohren steif und lasst es euch gut gehen. Und es sieht nach Regen aus.